Hallo, da bin ich wieder. Ich bin gerade dabei, die kleinen Videoclips von der Frostfair zusammenzupacken. Denn ich hatte ja gesagt, mein nächstes Video ist über die Frostfair, das alternative Weihnachtsmarktgeschehen in Glastonbury. Und ja, es war nicht so, wie ich gedacht habe. Es war nämlich so voll, dass ich kaum Stände sehen konnte. Aber es werdet ihr auf dem Videoclip sehen, aber ich habe trotzdem ein paar kleine Highlights reinbringen können. Unter anderem ein Zauberer. Und ich glaube, ich schaffe es auch noch mit den Morris Dancern und so andere kleine Sachen, die man nicht alltäglich sieht. Also, hat Spaß. Und nächste Woche werde ich über Wales Weihnachtsmarkt Markt sprechen. Wales ist eine Stadt, die hat das Stadtrecht, ist aber klein, ganz in der Nähe von Glastonbury. Und es ist eine mittelalterliche Stadt. Man sollte sie auch besuchen, wenn man hier in Glastonbury ist. Es ist sehr schön. Und da werde ich den Weihnachtsmarkt besuchen. Also habt Spaß, schönen Advent und bitte abonnieren und liken. Tschüss! So, das ist jetzt, versuche ich, die Frostfair aufzunehmen. Es ist kühl, aber zum Glück riechen wir. Der Wind ist ziemlich kühl. Ich komme gleich. Aber, wie man sehen kann, es ist alles voll. Ich halte das mal ein bisschen höher. Die Straße da ist jetzt auch gesperrt und es ist alles voll. Mehr als voll. Und hier runter auch. Das ist bis heute Abend bleibt das alles gesperrt. Und ich werde mir versuchen, soweit ich kann, noch bessere Videos zu machen. Und ja, hier ist die North Road Street. Die ist zum Teil auch gesperrt. Und ja, bis gleich, ich mach weiter gleich. So, dies ist jetzt ein Stand, der nennt sich School of Magic and Wizardry, also Schule der Magie und der Zauberer. Three ropes. This one, this das two, this three. Drei, three ropes. One, two, three. Seile. Tell you what, have a look at that for me. Let's make sure it's good, yes? Yeah. And also have a good look at that one there. Three ropes tied by one, two, three. Now what I'm doing is train your eyes. Eyes follow movement. The magical mystery. Watch this, like I say, it's fast. You have three ropes. Wow. I'll do that again. I'll go slower. Stranger than fiction, watch. Wow. This is the one. You are watching. You got one, two, and three. Fantastic. Three ropes tied by three different people. Fantastic. But still. Oh, wow. That's a very good. Day. Thank My name's you. Mario Morris. Ich habe jetzt sogar einen Ort der Ruhe gefunden. Ich sitze hinten in den Monkeys, ja, mit Kaffee und da ist Musik und ja, in der Küche hört sich das, ich richte meine Kamera auf die Küche und da ist wirklich viel los, aber die haben alle gute Laune und das ist schön. Und ja, nach meinem Kaffee geht es weiter und mal sehen, ob ich tatsächlich auch mal vernünftige Videoclips machen kann und nicht nur Leute fotografieren oder so. Hier ich jetzt mal und ich schau mal, was die hier so anbieten. Ich finde das ganz hübsch, was hier in der Bude. Wow, hier habe ich jetzt was gefunden. Und ich finde, das ist einfach nur cool. Das ist eine alte. Was ist denn das überhaupt? Eine alte Trecker. Mag ich auch, weiß ich auch nicht. Aber der ist einfach
Ich versuche nochmal rückwärts zu gehen. Da ist das hübsche Fall. Wow, jetzt. Ja, das ist der Trecker. Und wenn ich jetzt ein bisschen runtergehe, wieder das ist die andere Seite von der High Street, dann sieht man erstmal einen Mann mit bunten Flicken. Und noch mehrere davon. Das heißt, das sind Morris Dancer. Und ja, hier rüber ist es wieder sehr voll. Und ja, sie lächelt ganz lieb. Das ist eine Person. Das ist keine Puppe. So, nochmal der Weihnachtsbaum, der jetzt der alljährliche, der jetzt da ist. Und natürlich sieht das jetzt alles viel zauberhafter aus auf der Frost Fair. Und, sieht natürlich viel zauberhafter aus, ist aber auch viel kälter. Mir werden die Hände kalt. Ja, das sieht schön aus. Let it be.